Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Das ist Master of Orion im Multiplayer-Modus. Wir sind wieder zurück. Okay, Piraten fliegen nicht zu Orion. Das ist natürlich blöd. Elektronikcomputer, definitiv. So, wir können aufrüsten wieder mal. Angriff plus 1, Angriff plus 2, das gefällt mir. Das machen wir doch. Ich muss meine Schiffe verbessern. Viel Zeit habe ich sonst nicht für was anderes. So, aktueller Stand ist, wir haben ein Bündnis mit unserem Freund Vagar. Hier oben sind die Silikoiden. Die haben wir schon kennengelernt. Ansonsten haben wir keine anderen Rassen gefunden. Ich habe gehört, es gibt hier noch Terraner irgendwo. Schauen, wo die sind. So. Feiglinge. So, Ziel ist, wir wollen... Was haben wir jetzt gemacht? Hydrophonische Farm ist abgeschlossen. So, jetzt haben wir ein bisschen höheres Wachstum. Das reicht immer noch nicht. Also Biosphären. So, Ziel ist, wir wollen A, weiter expandieren und ich hoffe, hier finden wir noch einen schönen Planeten. Wir werden gleich mal mit versuchen, noch mehr Schiffe zu bauen, damit wir hier oben die Piraten wegkriegen und hier vielleicht siedeln können. Und dann auf lange Sicht möchte ich gerne die Silikoiden angreifen. Also mittelfristig, nicht auf lange Sicht. Auf lange Sicht wollen wir natürlich die komplette KI zerstören. Achso. Bis Runde 100 Steuern drauf, okay. Wo haben wir das denn? Also ich habe ja auch 4. Ne? 4 BC. Mal auf 5 hoch machen. Oder? Ne, lassen wir mal auf 4. Piratenflotte ist da, das ist okay. Die ist aber auch nicht bedrohlich. Ich weiß gar nicht, was der immer bedrohlich anzeigt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. GNN habe ich aus, denn ich finde, das hat für mich keinen Mehrwert. Und es war zumindest in den vorherigen Versionen war das News Network verbuggt. Steuern sind auf 4. Und bei dir. So, Piratenflotte. Wer wartet auf Befehle? So, du kommst zurück. Ich will nämlich hier meine Flotte aufbauen. Biosphären. Da ist die Geheimdienstzentrale und auch nochmal Biosphären. Gut. Nächste Runde. Ach nee, ne? Hier ist auch ein Weltraummonster. Ach, das gibt's doch nicht. Eine Amöbe. Aber die Amöbe ist ja relativ friedlich. Und wir haben schon Spione am Start. Ich würde jetzt mal rein spontan sagen, wir können ja hier jetzt nicht irgendwie auf die gegnerischen... Ach, schade. Ich kann nicht auf die Planeten dazugreifen. Dann komm du doch erstmal hier hin. Wie sieht's aus, liebe Silikoiden? Sind wir hier? Wir sind nicht erwünscht. Sprecht zum Cliff. Mhm. Alles klar, Handelsabkommen. Wie sieht's aus? If you will not give the Silicoid isolation, then grant it. Okay, er macht's, das ist gut. Granted. Wie sieht's aus mit einem... Wir akzeptieren mal die Botschaft der Silikoiden. Teile ich mal meinem Partner mit. Hab ein Handelsabkommen mit den Silikoiden.
So. Okay, also wir brauchen ganz dringend ein Schiff, das ein bisschen Wumms hat. 5 Fregatten. 17 Runden. Okay, die können keine Planeten angreifen, oder? Deswegen brauchen wir einen Zerstörer. Den müssen wir als erstes bauen. Plus 11 Credits, wir haben. Plus 17. Oder wo kann ich das sehen? Kann ich das hier unter Diplomatie sehen, was mir das Abkommen bringt? Nicht direkt, oder? Imperium. Ich sehe zwar die Gesamtsumme, aber das kann ja auch durch das Bündnis mit Vagga zustande kommen. Was sind denn da noch für andere Rassen? Habe nur Silikoiden. Mein Gott, der Name ist ja schrecklich. Und dich. Terraner, okay. Dann fehlt noch eine. Silikoiden. Terraner. Psylonen. Darlok und jemand Unbekanntes. Ja, die Terraner sind schon sehr eigen, sagen wir es mal so. Wir warten auf den Zug unseres Freundes. Ah, okay. Ah, okay. Menschen sind hier wohl auch noch. Silokoiden, ein Silikoiden. Wir können leider nichts tun. Wir bauen nur fleißig hier Verteidigung. Der frisst mich gleich auf, das Vieh. So, da könnten wir hin. Und was ist mit dem Planeten hier? Das Monster macht mich gleich bestimmt platt. Sieg gegen die Piraten natürlich. Und wir werden von dem Monster aufgefressen. Die Amöbe. Na gut. Das heißt ganz klar, wir müssen hier gleich unsere Flotte da mal hinziehen und aufräumen. Aber erstmal hier. Das ist wichtiger. 5 Runden noch. One more veil is drawn for. So, wie sieht's hier aus? Plus 2 Angriff, das ist gut. Da können wir noch was rausschlagen. Choose what mystery the examiners. Klar, Fusionswaffen, weil wir sind jetzt voll auf den. Voll auf dem Trip, unsere Spionageabwehr, unsere Flotte zu pushen. So, was sagt der Chat? Piraten nerven, das glaube ich dir. Die bauen nämlich nicht gerade eine Flotte, um die zu killen. Also nämlich unser, aus den Erfahrungen der letzten Singleplayer-Runden kann ich sagen, wir müssen uns abschotten, wenn wir nach vorne angreifen wollen oder wenn wir weit gestreute Planetensysteme haben. Haben wir jetzt in dem Fall nicht, aber ich will jetzt nicht mit runtergelassenen Hosen dastehen.
Da habe ich kein Interesse dran. Nehmen wir den Frosch im Hals, deswegen muss ich mal was trinken. Oh, Terraner sind Kriegskandidaten am Speer weggebombt. Die sind gleich Hundefutter. Tob dich aus, Kollege. Noch eine Runde. Ja, geht echt schnell, ne? Eine Minute. Brauchst Hilfe gegen Terraner? Wenn ich wüsste, wo die sind, vor allem. Bestimmt hier direkt im Nachbarsystem. Müssen wir Karten teilen machen. Dann sehen wir es ja vielleicht. Erkläre den ersten Krieg, wenn sie mich noch mehr nerven. Das, lieber Freund, macht Sinn. So, 7 Sekunden noch. Okay. Ach, da oben sind sie auch nicht. Wo sind sie denn, die Terraner? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir eigentlich im Moment keine Aufgabe mehr für unsere Weltraumfabrik. Ich will jetzt ungern hier was hinbauen. Wie sieht's aus? Kartenteilen, Abkommen. So, den kaufe ich jetzt einfach für 120. Die kaufe ich für 64. Dann haben wir das endlich hinter uns. Und die für... Ja, zack, weg. Alles gekauft. Ja, Karten. Ja, aber nicht deine. Piraten überleben? What? So, Biosphären sind abgeschlossen. Dann mal gucken. 4 plus 4 Nahrung. Produktion ist relativ schwach. Können wir jetzt aber nicht noch weiter pushen, außer wir eine Sternbasis bauen, glaube ich. Ach nee, das macht ja Kommandopunkte. Dann investiere ich, glaube ich, in die Regierungsbehörde. Oder Forschungslabor. Forschungslabor geht schneller. So, hier haben wir plus 4 und plus 5. Das geht da schon mal schneller. Wenn wir hier die Regierungsbehörde bauen und... Ja, endlich. Wir haben den Zerstörer. Dann baue ich hinterher die... Jetzt brauchen die schon 19 Runden. Aber ich baue mal die 5 Fregatten. Weil wir es können. Ja, hört zu. Hört gut zu. Wir können es. Will er nicht dahin? So, Handelsabkommen mit Psylon ist beendet. Das stimmt. Bei einer Bombe ist es relativ schwach. Dann werden wir jetzt ein neues Handelsabkommen anstreben. Können wir noch was? Er hat das auch gesendet. Wir akzeptieren natürlich. Ich lasse die Fabrik mal hier, weil wir können einfach nur Weltraumüberwachungssystem brauchen wir nicht und noch einen Militärposten brauchen wir auch nicht. Dann wartet die Flotte mal da und die wartet hier. Alles gut, nächste Runde. Ich denke, wir stehen ganz gut da. Wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall. Gesamtpunktzahl auch. Eroberungstechnisch auch. Nur technologisch natürlich nicht. Die Terraner hängen einen ab. Ja. Aber ich stehe auch ganz gut im Vergleich. Kann ich immer noch nichts machen.
So, Forschungslabor brauchen noch ein bisschen. Die auch. Das ist einfach viel zu viel. Die kaufe ich nicht. Das Geld investiere ich einfach nicht. Das ist mir zu viel, das jetzt auszugeben. Hätte zwischendurch einen Speer bauen sollen. Das ist ein bisschen blöd. Ich weiß ja nicht, was hier noch für Planeten... sind hier oben wirklich Silikoiden? Das ist eine Piratenbasis für... Ah gut, vielleicht gibt es sie gar nicht mehr. Können wir mit denen noch ein bisschen mehr machen? This one listens. Was ist denn mit Nicht-Angriffsabkommen? Was ist denn jetzt los? Achso, es geht weiter. Wie meinst du das? Beim Kampf sollte man nachbessern? Was ist das denn hier? Achso, das ist mein Zerstörer, der bleibt auch hier. Nächste Runde. Ich wollte eigentlich hier eine Audienz und kommen. Okay, machen sie nicht, alles klar. Gut, ist okay. Ist nicht schlimm. Ja, das stimmt. Also es gibt ja keinen taktischen Kampf im Multiplayer-Modus, aber es wird trotzdem nur nachgefragt, was passieren soll. Genau. Genau, hast recht. Ein direktes Ergebnis zeigen, und gut ist. So ein bisschen Überbleibsel. Was haben wir denn da? Fuck. Och nö, ernsthaft. Warum? Silikoidengreif. Wo sind wir denn hier? Greifen mich an. What the fuck? Ja, hab doch mit denen Handelsabkommen. Die sind auf Kryslon, Scorpio und die kann ich nicht lesen. Oh. Nein. Barkas, da sind die. So, was können wir jetzt noch machen? Diplomatie, Silikoiden. Achso, die fliegen nach SL Kima. So, das heißt, wir haben jetzt echt ein Problem hier. Und ich werde zur Verteidigung hier versuchen, noch eine ganz schnell Militär aus dem Posten zu bauen. Danke. Ich sende alles, was ich habe, hin. Ja, wir bleiben hier. Ich bewache und blockiere. Ich greife nicht an. Sie greifen mich auch noch nicht an. Oh, die greifen noch nicht an. Sind nur bei mir. Also bin mal gespannt. Mal sehen. Piratenflotte ist am Start. Ich traue mich gar nicht, jetzt hier in die nächste Runde zu gehen. Gehen wir in die nächste Runde. Boah, was machen sie? Eigentlich hatte ich ja was anderes vor, euch bauen und Schiffe. Ich auch. Mal sehen, was sie machen.
Angriff 64. Angriff 64. Verteidigung 80 haben die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Fregatten. Das ist schon ein Hammer. Muss ich mal eben anders hinsetzen. Irgendwann tut's weh, wenn man auf seinen Beinen sitzt. Und wir sind hier an einer spannenden Stelle. Machen mal einen kurzen Cut. Oh, wir ziehen zurück. Piraten kommen. Wir ziehen unser Schiff wieder zurück. Machen mal einen kurzen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch in der nächsten spannenden Episode wieder ein. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.